Ihr großer Traum kommt näher. Endlich wieder Hockey spielen. Nichts wünscht sich Anni sehnlicher, als auf dem Platz zu sein und laufen zu können. Die Hanauerin ist 12 Jahre alt. Vor einem Jahr wird ein Knochentumor diagnostiziert. Ein Bein muss amputiert werden. Stell dich mal neben mich. Also am Ende habe ich dann halt auch schon selbst eigentlich entschieden, dass ich das möchte, weil es gab auch noch eine Variante, wo man sein Bein hätte behalten können. Aber da hätte man nie wieder Sport machen können. Und da habe ich gesagt, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich will Sport machen und rennen und sowas. Und deswegen haben wir uns dann eigentlich relativ schnell darauf geeinigt, dass es so sein muss, wie es jetzt ist. Unterstützt wird sie von ihrer Familie, von Paralympicstar Heinrich Popov und im Prinzip auch von unzähligen Menschen, die sie gar nicht kennt, so wie Daniela Meyer. Mit 30 Jahren wurden ihr beide Unterschenkel amputiert. In ihrem Blog und auf Instagram engagiert sie sich für mehr Sichtbarkeit und die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Sie wird uns sagen, warum zu viel Neugier nerven kann, was okay ist und was generell passieren muss. Ich feiere jeden, der sich da auch traut, weil es hat schon auch ein Stück weit was mit Mut zu tun, da so über seine Geschichte zu sprechen. Und jeder kann natürlich entscheiden, was er von seinem Leben preisgeben möchte. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen situationsabhängig. Im Grunde bin ich zum Beispiel total offen, aber ich sehe es jetzt nicht als meine Aufgabe, wenn ich keine Lust habe, ich habe vielleicht auch mal einen schlechten Tag oder bin gerade im Stress oder so, jedem meine Krankheitsgeschichte zu erzählen. Und wenn ich merke oder fühle, dass ein echtes Interesse an mir als Person ist und nicht nur so diese reine Neugier oder, ja, ich sage jetzt mal so, als Pausenfüller in der U-Bahn möchte ich jetzt meine Geschichte nicht erzählen. Doch erstmal zurück zu Anni. Vergangenes Jahr hat sie Schmerzen im Knie. Am Anfang denken sie, dass die durch einen Wachstumsschub oder so bedingt sind. Doch die Schmerzen werden immer stärker. Dann die Untersuchung und die Diagnose. Krebs. Das ist der schwarze Tag, wo du denkst, oh, jetzt steht die Welt gerade mal still. Und dann bist du eigentlich in so einem Tunnel, wo du sagst, okay, die sagen dir ganz knallhart, du machst jetzt Chemotherapie, ein Dreivierteljahr, ja, du musst radikal operieren, damit dein Kind einfach überlebt. Und das macht Anni. Die Operation ist der Wendepunkt. Von dem Moment an hat die Anni erstmals eigentlich wieder das Gefühl gehabt, oh, ich will wieder Hockey, ich will zu meinen Mädels, wo vorher das Wort Hockey eigentlich nur ein Wort war, was nicht genannt werden durfte, wo Tränen kamen, wo ja eigentlich die ganze Tragweite dieser Erkrankung mit ausgedrückt wurde. Ne? Und wir sind dann auch immer wieder zum Hockeyplatz dann hin, direkt noch bevor Corona-Lockdown war, wo die Anni happy bei ihren Mädels war, bei ihrem Trainer. Und danach kam natürlich immer wieder diese große Enttäuschung zu sagen, boah, doppelt viele Tränen, weil man sieht, wie weit ist das eigentlich weg. Doch es geht schneller als gedacht. Im Oktober vergangenen Jahres die Amputation und im Februar die erste Prothese, an die sie sich allerdings erstmal gewöhnen muss. Das ist jetzt die Alltagsprothese, die man während dem ganzen Tag anzieht. Da kann man dann auch noch so eine künstliche Wade dran machen, dass man halt noch so Leggings drüber ziehen kann oder so. Du läufst halt nicht mit deinem eigenen Bein, sondern du läufst ja schon auf irgendwas, auf Metall sozusagen. Das ist wie wenn du mit auf Stelzen läufst oder so. Das heißt, du spürst halt nicht, worauf du läufst. Du musst immer gucken, rutsche ich da jetzt ab, rutsche ich nicht ab. Ich glaube, es war relativ schnell, dass ich das halt schon so ein bisschen akzeptiert habe und so. Jetzt, also ich habe es akzeptiert, aber ich muss halt noch lernen, damit zu laufen und halt damit umzugehen und damit zu lernen, wie ich damit umgehe und was ich damit alles machen kann. Und sie muss noch mehr lernen. Denn um Hockey zu spielen, braucht Anni eine andere Prothese. Doch wie geht das mit einer Sportprothese so richtig, damit sie möglichst schnell wieder spielen kann? Unsere Kollegen von HR3 hatten da so eine Idee und haben ein Treffen und Training mit Paralympicstar Heinrich Popov organisiert, der selbst eine Prothese trägt. Heinrich Popov, der hat halt bei Olympia und sowas alles mitgemacht und hat halt auch schon sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und es ist halt schon toll, wenn dann halt jemand hat, der sehr viele Erfahrungen hat und auch weiß, wie man mit so einem Teil umgeht und halt alles sozusagen schon kann und nicht noch auch lernen muss. Das heißt, er kann halt einem vormachen, ohne noch selbst zu üben. Und das ist halt auch schon sehr praktisch, dass er halt nicht selbst sich das noch drauf üben muss oder so, sondern halt schon weiß, wie es geht. So, jetzt ein bisschen reinhüpfen. Dang, dang, dang. Allerdings ist es jede Menge Arbeit, irgendwann mal so fit mit der Prothese zu sein, wie Heinrich Popov. Weißt du, was du machen musst? Ich habe der Anni klar gemacht, dass nicht dass die Prothese ihr Problem ist, sondern die gesunde Seite das Problem. Und aber auch das, was noch dran ist, dass das nicht mit harmoniert. Und das ist extrem wichtig für ihre Zukunft, weil sie jetzt nicht
alle Fehler oder alle Probleme oder wenn irgendwas nicht klappt, sofort auf die Prothese schiebt, sondern einfach die Motivation hat, an allen anderen auch Bereichen im Körper zu arbeiten. Doch nicht nur auf dem Hockeyfeld muss Anni klarkommen, auch in anderen Bereichen. Und auch da ist es nicht immer leicht. Erfahrungen, die auch Daniela machen musste. Deshalb setzt sie sich auch in sozialen Medien für Menschen mit Behinderung ein. Wir fragen sie, wie muss sich der Umgang mit Menschen mit Behinderung ändern? Also am besten wäre es, wenn es einfach gar nicht diese Zweitklassengesellschaft gibt. Also dass es eben von vornherein nicht diese Separierung gibt von Menschen mit Behinderung, weil dann diese Berührungsängste nicht so groß wären. Wenn einfach schon von Anfang an, also im Kindergarten, Schule, wenn es einfach da mehr inklusive Angebote gäbe. Weil ich glaube, je es später die Situation zustande kommt, dass du auf jemanden triffst mit einer Behinderung, desto mehr Vorurteile, positiv oder negativ, haben sich in deinem Kopf irgendwie schon gebildet. Was wünschst du dir von der Gesellschaft? Meine Behinderung ist für mich genauso wie ein Merkmal wie meine Augenfarbe oder meine Haarfarbe. Ich weiß, dass das natürlich in der Gesellschaft, da sind wir noch lange nicht so weit, aber das wäre halt mein Wunsch, dass es halt ein Merkmal ist, aber nicht das, was mich ausmacht, in den Augen anderer. In meinen Augen ist es sowieso nicht so. Wie gehst du mit der Neugier anderer Menschen um? Generell, glaube ich, ist es schwierig zu sagen, von vornherein, das fragt auf gar keinen Fall. Weil ich glaube, wenn man zu sehr einschränkt, also wie gesagt, es ist meine individuelle Sicht, jemand anderes mit Behinderung, der mag es ganz anders sehen. Und die Gefahr sehe ich schon auch, wenn man zu sehr sagt, na, frag das nicht, schau da nicht, mach das nicht, dass die Leute dann halt gar nicht mehr wissen oder total verunsichert sind und dann gar nicht mehr auf Menschen mit Behinderung zugehen. Ja, was mich jetzt persönlich stört, ist, wenn ich aufgrund meiner Behinderung als krank angesehen werde, weil ich habe eine Behinderung, mir fehlt körperlich was, aber ich bin nicht krank in meiner Welt. In Annis Welt zählt jetzt erstmal etwas ganz anderes. Denn der Traum, dass sie wieder Hockey spielen wird, kommt für sie immer näher. Also ich bin das erste Mal ohne meine Physio gerannt, also ohne an der Hand gerannt sozusagen, alleine. Und halt auch vorwärts gekommen und nicht nur auf der Stelle gerannt sozusagen. Also ich habe mit dem Heinrich eben festgemacht, dass wir, ich glaube 2028 ist es in Los Angeles bei den Paralympics, Hockey einführen.